Bitte im Tagesordnungspunkt 2717 Vorschlag zur Straßenbenennung einer neuen öffentlichen Verkehrsfläche zwischen Käthe Kollwitz Ufer und Florian Geier Straße. Hier wurde zunächst die CDU ihren Ersetzungsantrag einbringen können und zu Beginn der Fraktionsrunde wurde dann die Fraktion Die Linke sprechen. Bitte schön. Mikro geht jetzt. Okay, dann beginnen wir mit der Fraktionsrunde. Linksfraktion Thilo Wirtz, bitte. Ich würde gerne später sprechen und bitte erstmal, da es sich um eine Verwaltungsvorlage handelt, bitte ich um eine Einbringung der Vorlage in den Stadtrat. Jetzt sind wir natürlich schon in der Fraktionsrunde. Wir machen es mal so. Ich schließe mal die Fraktionsrunde erstmal ab, dann würde Stefan Kühn was dazu sagen und dann würden wir weiter die nehmen, die dann entsprechend reden wollen. SPD-Fraktion will auch noch warten oder gleich reden? Dann Vincent Treves. Ach nee, auch warten. Dann Frau Dagen, Freie Wähler, Freie Bürger, jetzt in der Fraktionsrunde jetzt oder auch warten? FDP-Fraktion ist das Wort gewünscht. FDP-Fraktion? Nein. Dann AfD-Fraktion? Auch nicht. Grüne Fraktion? Warten wir also auch ab und da kommen wir wieder an den Beginn und da würden wir jetzt erstmal dem Baubürgermeister Stefan Kühn das Wort geben. Bitte schön. Ja, die Vorlage ist so komplex, dass eine Einbringung natürlich in jedem Fall sinnvoll ist. Es geht um eine Straßenbenennung für eine neue öffentliche Verkehrsfläche zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer und Florian-Geier-Straße. Das Wohnbauvorhaben ist mittlerweile errichtet. Es gibt eine Interimsadresse für die Menschen, die dort schon wohnen. Es gibt einen Vorschlag für die Neubenennung dieser Planstraße, der heißt Lea-Grundig-Straße. Sie kennen, denke ich, alle das Verfahren zur Benennung von Straßen, was hier den Stadtbezirksbeirat Altstadt mit einem Vorschlagsrecht versieht. Und dieser hat sich für die Künstlerin Lea Grundig entschieden. Sie wissen auch, dass die Arbeitsgruppe Straßennamen den Vorschlag aus dem Stadtbezirksbeirat abgelehnt hat. Es gibt sehr unterschiedliche Einschätzungen zum Wirken, nicht zum künstlerischen Wirken, sondern insbesondere zum Wirken in der DDR-Zeit als Mitglied entsprechender Institutionen. Wir haben daraufhin zur Versachlichung oder zur Frage der zusätzlichen Fakten noch eine Forschungsarbeit beauftragt. Und dieses Ergebnis liegt Ihnen vor, beziehungsweise wurde ja auch den Ausschüssen vorgestellt und diskutiert. Wie gesagt, es gibt ein Gutachten aus der Verwaltung, aus der Städtischen Galerie in Dresden von Dr. Starke, der Mitglied der AG Straßennamen ist, was eben zur Ablehnung der Arbeitsgruppe Straßennamen, die das einstimmig abgelehnt hat, geführt hat. Es gibt ein Gutachten, was wir bei der Universität Halle beauftragt haben, was sich eben mit der Frage, die ich eingangs genannt hatte, zu ihrem Wirken als sozusagen Funktionärin auseinandersetzt. Und dieses Gutachten liegt Ihnen vor. Und wie im Ausschuss ja auch schon dargestellt, gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen oder was heißt Schlussfolgerungen aus dem Gutachten. Und jetzt obliegt es Ihnen, nachdem ja auch der Stadtbezirksbeirat Neustadt, Altstadt sich ja mehrfach mit der Frage auseinandergesetzt hat, Ihnen, ob die Entscheidung des Stadtbezirksbeirats Altstadt, der diese eben, wie gesagt, nochmal bestätigt hat, ob Sie sich der anschließen oder ob Sie einer anderen Empfehlung folgen. Wie gesagt, nach der Satzung liegt das Vorschlagsrecht beim Stadtbezirksbeirat Altstadt.
Vielen Dank. Dann würden wir jetzt in die zweite Runde einsteigen und mit Thilo Wirtz beginnen. Und ich würde mal, auch wenn jetzt nicht hier angezeigt wurde, die Redner, die jetzt sprechen wollen, würde ich dann nochmal durch die Fraktionen durchfragen. Thilo Wirtz, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträtin, liebe Stadträtin. Die Fraktion Die Linke wird dem Antrag oder auch dem Auftrag des Stadtbezirksbeirates Altstadt folgen und für die Benennung nach Lea Grundig stimmen. Erstmal aus reinweg formalen Gründen, nach den Regeln, die wir uns gegeben haben und die über Jahrzehnte eingehalten worden sind, liegt das Benennungsrecht beim Stadtbezirksbeirat Altstadt. Er hat sich viermal mit der Sache beschäftigt und hat dreimal davon, einmal hat er sich dann nicht für zuständig erklärt und dreimal hat er den Benennungsvorschlag bestätigt. Ursache ist, dass erstmal in der öffentlichen Rezeption Lea Grundig in äußerst bösartiger Art und Weise als SED-Funktionärin und Stasi-Funktionärin reduziert worden ist. Zweitens die Frage, dass hier in der öffentlichen Diskussion die Bedeutung von Lea Grundig für die Stadt Dresden, für die Bedeutung zu kurz kommt. Lea Grundig, 1906 geboren, ich mache jetzt also wieder mit meiner Redezeit die Einbringung, die eigentlich der Herr Bürgermeister machen sollte, der es ja widerwillig gemacht hat für seine Verwaltungsvorlage. 1906 geboren, in den 20er Jahren Kunst studiert, in die KPD eingetreten. Sie hat dann relativ zeitig den Künstler Hans Grundig geheiratet. Sie selbst kommt aus gutbürgerlichen jüdischen Haus. Sie ist also in, wie man sagen, gesicherten materiellen Verhältnissen aufgewachsen, hat dann an der Ostbahnstraße gewohnt, eine Straße, die es heute nicht mehr gibt. 1933 ist sie als Jüdin sofort in die Verfolgung des Nationalsozialismus geraten. Lea Grundig ist eine Dreifachverfolgte. Sie ist als Jüdin, als Kommunistin und als entartete Künstlerin verfolgt worden. Der Titel des entarteten Künstlers ist, glaube ich, die einzige verdiente und ehrenhafte Auszeichnung, die man im Nationalsozialismus in Deutschland bekommen konnte. Die weitere Lebensgeschichte dann im Krieg ist tragisch. Ihr Mann und sie wurden verhaftet. Sie musste dann nach der Verhaftung, konnte kurz vor dem Krieg auf, das geht nicht draus hervor, über die Slowakei nach Palästina fliehen. Sie war auf der Patria, das Schiff, was die Haganah im Hafen von Tel Aviv in die Luft gesprengt hat, wo viele Menschen umgekommen sind, und hat dort überlebt, hat dann in Israel gelebt. Sie war 10 Jahre von ihrem Mann getrennt. Ihr Mann kam ins Konzentrationslager, wurde dann zwangsweise in die berüchtigten Polizeieinheiten, in die Einheit Dirlewanger mit anderen Kommunisten verpflichtet und ist vor Budapest übergelaufen, wie viele Kommunisten aus dieser Einheit. Das war also ein Fehler, die Kommunisten zusammen überlaufen zu lassen. Er hat den Krieg überlebt, hat aber dann relativ, also 1954 ist er bereits gestorben. Sie kam dann 1949 zurück, bekam die Professur an der Kunsthochschule und die Ehe dauerte nur noch sehr kurz, weil er dann im Prinzip an den Folgen einer Tuberkulose, die er sich im Krieg und in der Gefangenschaft zugezogen hat, gestorben ist. Das hat im Prinzip die Gesellschaft in Dresden, die Gesellschaft in Deutschland dieser Person angetan. Und jetzt sehen wir im Prinzip eine verzerrte, bösartige Presseberichterstattung, die sie im Prinzip als Funktionärin denunziert. Wir haben alle ehrbare Berufe und wir haben alle in unserem Leben schon mal viele politische Dummheiten geredet. Wenn wir das zum Maßstab machen, ich weiß nicht. Die Dresdner Gesellschaft hat bei Lea Grundig mehr zu vergeben als die Lea Grundig hat mehr Anlass, uns zu verzeihen, als Vertreter der Landeshauptstadt Dresden, als umgedreht. Was besonders ärgerlich ist an diesem Gutachten, dass sie, das starke Gutachten ist kein, das ist ein Pamphlet, das verwendet werdende Sprache, hat keinerlei Quellenapparat, auch das andere Gutachten. Es ist schade, dass moderne Historikerinnen offensichtlich keine Stasi-Akten mehr lesen können. Es gab eine halbjährliche Zusammenarbeit, aber nicht als gesellschaftlicher Mitarbeiter, sondern als mit Zurfügungstellung einer konspirativen Wohnung. Das ist dann relativ schnell beendet worden. Es wird dann gesagt, das haben dann die Sowjets haben das über den Geheimdienst. Da wird also irgendetwas willkürlich an den Haaren herbeigezogen, ohne es mit Fakten zu belegen. Es gab in den 50er Jahren auch den Antisemitismus in der DDR mit verschiedenen Verhaftungen und Prozessen. Und es gab das Misstrauen gegen sogenannte Westemigrierte, wie ja auch Lea Grundig in Israel war. Sie war sicherlich
was die Politik betraf, würde man sagen, auf eine Art und Weise naiv unterwegs. Aber sie hat in ihrem künstlerischen Werk, und das ist das Entscheidende, sehr frühzeitig das Grauen des Nationalsozialismus, der Diktatur in Deutschland dargestellt. Sie hat bereits Sie hat 1943 das Grauen in den Konzentrationslagern dargestellt. Sie hat sich dort etwas von der Seele gemalt und gearbeitet, was wirklich ein großes Werk ist. Und gleichzeitig kommt in ihren Briefen, die aufgearbeitet worden sind, zumindest am Beginn, und in ihrem Kinderbuchillustration eine zutiefst sensible und verletzliche Frau zum Vorschein. Es ist vollkommen klar, wer das erlebt hat über fast 15 Jahre, was Lea Grundig erlebt hat, der wird am Ende auch Fehler machen. Aber wie gesagt, sie ist eine dreifach Verfolgte und wir sollten das ein Stück anerkennen. Und da bitte ich inständig und als letzten Wunsch um Zustimmung zu dieser Benennung. Ich danke Ihnen. Dann machen wir weiter in der Rednerliste. Max Aschenbach, dann Mario Schmidt und dann würde ich weiter abfragen, was die Fraktionen angeht. Vorschlag zur Straßenbenennung einer neuen öffentlichen Verkehrsfläche zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer und Florian-Geyer-Straße. Huiuiui, eine Straßenbenennung. Bevor ich zum Vorschlag selbst komme, meine Interpretation davon, was das ist, so eine Straßenbenennung. Schreibt man einen Namen auf ein offizielles Schild, so ist das eine Verlautbarung. Seht her, der war toll, die hat was Tolles gemacht, erinnert euch dieses Menschen. Die Auswahl ist eine diffizile Sache, denn wer ist es wert, so hervorgehoben zu werden und warum? Zeigt man doch mit der Auswahl eine ganze Haltung zur Welt. Nun zum Vorschlag Lea Grundig, Frau Jude Künstler. Eine bewegende und bewegte Biografie. Was sollte da dagegen sprechen? Funktionärin vielleicht, Kommunistin, grunzt die CDU. Alles nur Kategorien, wertlos, ohne Kontext und Einordnung. Ohne die Frage, was für ein Leben das war, wofür ihr Name mit einer Straße verewigt werden soll. Was für eine Frau Lea Grundig war, geht mich nichts an, ist nicht von Belang. Dennoch ist das weibliche Geschlecht im historischen Pimmelwald ein enormer Pluspunkt, den Frau Grundig leider mit Milliarden Unterdrückten des Patriarchats bis heute teilt. Ähnlich, nur ungleich drastischer, verhält es sich mit Lea Grundigs Religion. Sie geht uns nichts an, aber die Gräuel an den Juden und der herrschende Antisemitismus machen das Jüdischsein zum unausweichlichen Lebensumstand. Doch Lea Grundig soll nicht wegen ihres Glaubens einer Straße den Namen geben. Bleiben noch Kommunistin, Künstlerin und die Funktionärin. Wir haben kein Problem damit, Straßen nach Liberalen, Konservativen, Monarchisten, Kapitalisten und Sozen zu benennen. Es spricht also nichts gegen eine Kommunistin. Ganz im Gegenteil, wenngleich ich die Anarchisten den autoritären Kommunisten vorziehe. Die Künstlerin. In meiner Rolle als Politiker halte ich mich mit öffentlichen Urteilen über Kunst zurück. Doch Bauingenieur beiseite. An dieser Stelle ist meine Expertise als staatlich diplomierter, postgraduierter und prämierter bildender Künstler gefragt. In der ganzen Auseinandersetzung spielt Lea Grundigs künstlerisches Werk eine auffallend beiläufige Rolle. Aus gutem Grund, es ist nämlich gar nicht so dolle. Ihre Grafiken sind ganz gut, aber sicher nicht herausragend. Die formal-ästhetischen Pfade haben andere vor ihr viel eindrücklicher bereitet. Meine Meinung, gern lasse ich mich eines Besseren belehren. Lea Grundig wandelt dennoch im Licht der Erinnerung, weil sie auch Funktionär war. Sie war Professorin an der HfBK Dresden, Präsident des Verbandes Bildender Künstler und Mitglied des Zentralkomitees der SED. Im eigens beauftragten 30-seitigen Gutachten kann man viel über Streitereien, öffentliche Diffamierung und SED-apparatinterne Denunziationen gegen und von Lea Grundig lesen.
Was davon wie zu interpretieren ist, möge jeder selbst entscheiden und über die fühligen Interpretationen des Gutachtens hinweglesen. Ich kann nicht beurteilen, wer da wann warum den anderen beschimpft und wer das Arschloch ist. Der Einblick in die den DDR-Kulturbetrieb ist das Lesen allemal wert. Mir machte die Lektüre klar, Lea Gründig lag sehr viel daran, als Künstlerin Anerkennung zu finden. Das ist nicht verwerflich. Doch um das zu erreichen, bediente sie sich und war Teil eines autoritären Apparats. Sie war überzeugt, dass der Staat über Kunst richten und sie ideologisch lenken soll. In ihren Funktionen wirkte sie ganz praktisch daran. Eben noch selbst als entartet vertrieben, wollte sie später selber entscheiden, was sein soll und was nicht. Das entspricht nicht meiner Vorstellung einer liberalen Gesellschaft und ist kein Weltbild, was ich durch meine Stimme für eine Lea Grundig-Straße ehren möchte. Ganz im Gegenteil. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit Mario Schmidt. Danach Frau Dagen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, es ist selten der Fall, dass ich mit dem Kollegen Aschenbach mal einer Meinung bin, aber an dieser Stelle muss ich sagen, Chapeau, denn das war zusammengefasst genau das, was uns auch dazu bewegt, diese Straßenbenennung nicht zuzustimmen. Ich sage es vorab, weil hier gerade schon die ganze Zeit auch vom Bürgermeister ausgeführt wurde, es gibt eine Satzung zur Straßenbenennung. Nein, da bin ich pingelig. Es gibt zur Straßenbenennung eine Richtlinie in dieser Landeshauptstadt. Und diese Richtlinie hat die Verwaltung erlassen ohne einen Beschluss des Stadtrates. Und in dieser Richtlinie steht drin, dass die Stadtbezirksbeiräte das Vorschlagsrecht haben. Das hat aber nicht der Stadtrat so entschieden. Und das ist aus meiner Sicht auch das Grundübel an dieser Stelle, weil der Stadtbezirksbeirat stellt sich auf die Hinterbeine, obwohl er weiß, dass es im Stadtrat keine Mehrheit gibt für diese Vorlage und für diesen Vorschlag. Wir haben ein Votum des Kulturausschusses mit 3 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen. Wir haben ein Votum des Bauausschusses mit 4 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen. Ich weiß nicht, wie heute hier eine Mehrheit zustande kommen soll. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum diese Vorlage tatsächlich auf der Tagesordnung steht. Aber vielleicht will man es einfach zu Ende bringen und das ganze Ding dann mal beerdigen auf diese Art und Weise. Kurz zur Sache. Kollege Würz hat den Lebenslauf von Lea Gründig sehr intensiv hier vorgetragen. Und ja, in der Person, also die Persönlichkeit, wir bewerten das Leben von Lea Gründig als Gesamtperson oder die Person als Gesamtperson. Und da spielt eben nicht nur die Künstlerin eine Rolle, sondern es spielt eben auch die Funktionärin, die sie nun mal in ihrer zweiten Lebenshälfte war, eine bedeutende Rolle. Und wir haben dieses Gutachten, was eigens beauftragt war. Und in diesem Gutachten sind eine ganze Menge Dinge, ich zitiere die jetzt hier nicht, jeder kann das Gutachten lesen, es ist öffentlich, eine ganze Menge Dinge dargestellt, die uns zu der Entscheidung bringen, dass wir dieser Straßenbenennung nicht zustimmen wollen. Es gibt auch Ungenauigkeiten schon in der Vorlage selbst, ich habe das im Ausschuss deutlich gemacht, in der Vorlage gibt es 2 verschiedene Anlagen, die unterschiedliche Sterbeorte von Lea Gründig ausweisen. Ich weiß nicht, wo sie wirklich gestorben ist und ich glaube, da gibt es vielleicht noch mehr Dinge, die unklar sind. Da steht nämlich zum einen drin, in dem Lebenslauf, dass sie in Dresden gestorben ist und dann zum anderen gibt es einen Auszug aus einer Broschüre des Frauenstadtarchivs. Da steht drin, dass sie 1977 während einer Mittelmeerreise gestorben ist. Ich glaube nicht, dass Dresden am Mittelmeer liegt. Also wo ist sie denn wirklich gestorben? Und so wie diese Angaben ungenau sind, wissen wir vieles über Lea Gründig noch nicht und über ihr Wirken in der DDR, auch nicht aus diesem Gutachten, was wir vorliegen haben, was relativ kurzfristig ja erarbeitet wurde. Erkennbar ist auf jeden Fall, es gibt eine ganze Menge noch zu erforschen am Leben von Lea Gründig. Wenn es in der Zukunft irgendwann dann tatsächlich abschließend erforscht ist und wir zu einem späteren Zeitpunkt der Meinung sind, wir wollen sie doch nochmal mit einer Straßenbenennung ehren, dann sollten wir das vielleicht auch irgendwann tun und deswegen sollten wir diese Straße heute hier nicht voreilig nach ihr benennen. Wir haben den Antrag im Ausschuss eingebracht, den bringe ich jetzt an dieser Stelle nochmal. Wir haben mittlerweile seit fast einem Jahr eine Bebauung, es wohnen Menschen auf dieser Straße, ich glaube 4 Eingänge sind es. Diese Straße hat eine Interimsbenennung bekommen, Käthe-Kollwitz-Ufer.
Ja, die Verwaltung hat uns erklärt, dass das angeblich nicht möglich sei, diese Straße, das Käthe-Kollwitz-Ufer, um die Ecke herumzuführen. Wir haben genügend, weil es hieß, es wäre dann wegen Rettungsdiensten und so, wegen genauer Erreichbarkeit alles schwierig. Wir haben genügend Straßen, die auch über Kreuzungen drüber führen und das geht auch. Also ich glaube, das ist am Ende eine Begründung, die ja etwas fadenscheinig ist. Wir schlagen also vor, diese Interimsbenennung, die es derzeit gibt, Käthe-Kollwitz-Ufer, wie gesagt, die Leute haben sich seit einem Jahr daran gewöhnt, diese Benennung für diese Straße so zu belassen. Und diesen Änderungsantrag würde ich dann hier an der Stelle damit nochmal eingebracht haben. Und an den Kollegen Wirz, weil er heute das letzte Mal hier ist, nochmal gerichtet und weil er uns so schön dieses Thema Lea Grundig hier immer schön um die Nase schmiert. Nur ein Hinweis noch, es gab in der Vergangenheit mal einen Antrag, da hat mich der Kollege Reuter mal drauf gebracht, einen Antrag der CDU-Fraktion zum Thema Hans Nadler, da sollte eine Straßenbenennung erfolgen. Da waren Sie alleine aufgrund der NSDAP-Mitgliedschaft von Herrn Nadler vehement dagegen, diese Straßenbenennung zu machen und haben alles andere, was Hans Nadler für diese Stadt getan hat, und das sollten Sie gerade als Baupolitiker, der Sie ja die letzten Jahre sehr, also wirklich waren, sollten Sie das, was Hans Nadler für diese Stadt getan hat, deutlich würdigen. Aber da haben Sie die NSDAP-Mitgliedschaft über alles gestellt, obwohl er in dieser Mitgliedschaft sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Auch das war bewiesen. Und jetzt... Aber damals war das für Sie der überwiegende Grund, diese Straßenbenennung abzulehnen. Vielen Dank. Dann machen wir weiter in der Runde mit Frau Dagen, bitte. Dann Thilo Wirz, dann Herr Dr. Schulte-Wissmann. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kollegen, ja, auch von unserer Seite, aus unserer Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger wird es eine Ablehnung geben. Ich möchte die sehr gern begründen und möchte natürlich anschließen an Herrn Wirz. Machen wir doch mal weiter mit der Biografie nach 1949, wo sie nämlich eine Professur erhielt und ab 1964 dann Präsidentin des Verbandes Bildender Künstler gewesen ist und Mitglied des Zentralkomitees der SED, und das ist keine Interpretation, das ist ein Fakt, und ich meine, dass solche Karriere ohne eine systemtragende Positionierung wohl kaum möglich gewesen ist. Wir haben es hier dennoch mit einem schwarzen Loch der Geschichtsschreibung zu tun, verlässliche Dokumente gibt es kaum. Offizielle Verlaufsdokumente sind Schönschreibungen der DDR-Geschichte, selbstkritische Reflexionen werden wir in den Autobiografien in Bezug auf Beweise kaum finden. Klar ist aber auch, dass sie in ihrer Funktion im Verband Bildender Künstler, dem nämlich Lea Grundig 6 Jahre lang vorstand und damit auch das Kunstverständnis, welches er durchsetzte, präsentierte und selektierte, ein Machtinstrument des politischen Systems der DDR war und ein Bild erzeugen soll, das zumindest keine Kritik an den Verhältnissen zuließ. Sie kennen alle natürlich Fritz Löffler, den Dresdner Kunsthistoriker. Es gibt ein Buch über ihn, herausgegeben von Ingrid Wenzgard, nennt sich Vision einer Stadt. Und da darf ich mal eine Eintragung zitieren, nämlich des Zeitgenossen Fritz Löffler, der nämlich Lea Grundig als eine, die als besonders engagierte parteipolitische Statthalterin im DDR-Kulturbetrieb fungierte, sich mit der Benachteiligung politisch missliebiger Künstler zu einem Teil des unmenschlichen SED-DDR-Systems machte und durch ihre Funktion zu einem Bestandteil eines undemokratischen Repressionssystems wurde. Man darf also durchaus konstatieren, dass ein Leitungskader, wie es Lea Grundig gewesen ist, niemals ohne Leistung in diesem politischen System dahin gekommen ist und kann sich auch gleichzeitig von dieser Ideologie und ihrem gleichzeitigen Ausschluss andersartiger, freier oder kritischer Kunst damit natürlich nicht freisprechen. Insofern ist es, wie gesagt, keine Denunziation. Wir haben hier Fakten, wir haben hier Gutachten, wir haben hier Zeitgenossen und deshalb lehnen wir diese Vorlage rundweg ab. Dann als nächster Redner Thilo Wirz, Herr Dr. Schulte-Wissmann und dann Klaus Lippmann. Ja, das erwartbare Ergebnis, wenn wir Nazis auf die Straßenschilder bringen wollen und wenn der Stadtrat das will, da werden Ausflüchte gesucht und bei DDR, da ist dann die Katastrophe da. Hans Nadler war nicht nur NSDAP-Mitglied, er hat auch im sächsischen Heimatschutz im Blut- und Bodenstil über die Germanisierung Sachsens geschrieben. Das war der ausschlagende Punkt, nicht eine formale Mitgliedschaft.
Das Gleiche könnte man bei Fritz Löffler sagen, wo eine Straße da ist, der auch im sächsischen Heimatschutz sich ausgelassen hat über die deutsche Burg bei der Germanisierung Sachsens und der Gewinnung des Lebensraums im Osten. Ja, das tut weh, Frau Dagen. So, Herr Aschenbach, Ihre künstlerische Expertise, wer es hier in 5 Jahren im Prinzip nur geschafft hat, ein Gemächt auf eine städtische Vorlage zu kritzeln, dem traue ich nicht zu, Lea Grundig zu beurteilen. Und darum geht es auch gar nicht, selbst wenn Lea Grundig in ihrer Auseinandersetzung, ihrer frühen Auseinandersetzung mit dem Holocaust und mit den Zuständen mit Gestapo und nazistischer Gewaltherrschaft die Fähigkeiten eines Kindes gehabt hat. Sie hat mit ihrer Kunst, mit ihren Mitteln Widerstand geleistet und das muss ganz hoch angerechnet werden. Dazu sind sie nicht in der Lage, dazu sind sie nicht fähig. Frau Dagen, Sie waren erwartbar. Sie haben im Prinzip die Professur für Lea Grundig kritisiert und ihre Funktionärsherrschaft. Ich meine, erstmal, Sie waren die Einzige in der Fraktion, die einen bekannten Stasi-EM in Ihren Reihen hatte. Das hat Ihnen nichts ausgemacht am Anfang der Wahlperiode, den hatten Sie lange mit. Das Erste, was da ist, also es dürfte Ihnen eigentlich nichts ausmachen bei Lea Grundig. Das Nächste, Sie sind mit Viktor Klemperer Lesung durch die Gegend gegangen und scheinen nicht zu wissen, dass Viktor Klemperer 1945 in die KPD eingetreten ist und auch in der SED dann eine Karriere gemacht hat. Insofern ist es dann schwierig, ja, das ist auch bei Marcel Reich-Ranicki, der im Prinzip als verfolgter Jude in Polen Mitglied der Kommunistischen Partei geworden ist, im polnischen Geheimdienst gearbeitet hat. Es waren nämlich sehr viele jüdisch Verfolgte, die einen absoluten Neuanfang wollten und darauf verzichtet haben, in den Westen zu gehen, wo relativ schnell Altnazis, wie zum Beispiel auch Globke, wieder in verantwortlichen Positionen war, also Globke, der die Rassegesetze kommentiert hat. Diese Ignoranz, die kriegt man hier aus diesem Stadtrat nicht raus, das kennzeichnet auch die Gesellschaft. Eine Benennung nach Lea Grundig wäre ein Beweis von Größe gewesen, aber dazu braucht es einer gewissen Bildungsbürgerlichkeit, die ja nicht da ist, eine objektive Bewertung zu haben. Es ist im Prinzip Kleinbürgerlichkeit, die hier vorherrscht. Und insofern ist es auch klar, dass dann im Prinzip Kochbuchautorinnen wie Bertha Dissmann, die in ihren Vorworten den Führer gehuldigt haben und sowas hier eine höhere Ehrbarkeit haben als im Prinzip eine Künstlerin wie Lea Grundig. Im Prinzip, wir werden dem zustimmen. Es ist auch so, dass eigentlich diese Straße für Lea Grundig zu klein ist. Das kommt auch dazu. Und dann noch ein Wort zu Herrn Schmidt. Sie haben es gehört, dass es unzulässig ist, Straßen um die Ecke rum zu verzweigen, aus Gründen der Rettungsfahrzeuge. Es ist auch nicht wahr, dass Straßenüberkreuzungen weitergehen. Wir haben extra deswegen, in den vergangenen Jahren hatten wir die Florian-Geyer-Straße auf der Altstädter Seite in Rosbach-Straße umbenannt. Das heißt, gerade diese Dinge sind systematisch in Dresden eben aufgelöst worden. Das stimmt dann auch nicht. Insofern ist das ein peinlicher Vorgang. Straßenbenennungen sind hier in Dresden so. Das wäre auch bei den anderen Benennungen noch der Fall gewesen, die heute von der Tagesordnung geflogen sind. Da müssen wir uns mal drüber einigen, dass man, Familie Arnold, es ist in anderen Städten üblich, oder überhaupt in demokratischen Gesellschaften aufgrund der Vermeidung von Personenkult Benennungen nicht nach lebenden Personen oder Familien vorzunehmen. Aber das ist ja in Dresden noch nicht rum. Die Benennungsrichtlinie war immer verbindlich, die ist immer von allen beachtet worden und sie jetzt willkürlich außer Kraft zu setzen, wenn es ein Ergebnis erzeugt, was einem nicht passt, das ist auch nicht gut. Es ist eine Missachtung des Stadtbezirksbeirates, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat und der eine sehr gute Auswahl getroffen hat. Wenn es hier im Stadtrat nicht durchkäme, es wäre bedauerlich, aber kennzeichnend für die fehlende Reife in dieser Stadt. Vielen Dank. So, bevor wir jetzt weitermachen, ja, Herr Dr. Schulte-Wissermann kommt schon mal nach vorne. Ich würde mal alle bitten, es gab heute zahlreiche Redner, die uns, glaube ich, ermahnt haben, was die Auseinandersetzung angeht, die immer notwendig ist. Aber ich würde mal bitten, dass wir das jetzt hier so zu Ende bringen, dass das aufhört mit diesen ständigen Nagelstichen gegenseitig, sondern wir haben jetzt Herrn Dr. Schulte-Wissermann auf der Liste, Frau Dagen, dann erst Klaus Lippmann, dann Frau Dagen. Dann frage ich nochmal die Grünen-Fraktion, SPD-Fraktion, FDP, ob das AfD, ob geredet werden soll und dann sollte man das Ganze hier zusammenbinden. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte.
Sehr geehrter Essener Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und draußen an den Datenendgeräten. Ich habe zwei Gründe, warum ich heute für die Vorlage stimmen werde. Und die zwei Gründe teilen sich auf in einen halben und in einen anderthalbsten. Der halbe Grund ist, und das ist mir aber eine Herzensangelegenheit, dass eigentlich die Stadtbezirksbeiräte ja für die Benennung von Straßen zuständig sind. Und dieser Altstadt-Stadtbezirksbeirat hat sich nun wahrlich ewig damit beschäftigt. Und wenn jetzt sozusagen, das hat ja einen Sinn, dass wir das mal irgendwie so irgendwo aufgeschrieben haben, aber vor allen Dingen ist es ja ein Gentleman's and Gentlewoman's Agreement, dass die Stadtbezirksbeiräte vor Ort entscheiden, wie die Straßen vor Ort zu heißen haben. Und ich bin eigentlich nicht gewillt, und in diesem Fall bin ich nicht gewillt, hier irgendwie eine Ausnahme zu machen, denn mein nächster anderthalb großer Grund ist, dass insbesondere zum Beispiel die Diskussion hier zeigt ja doch, dass Lea Grundig definitiv eine strittige, eine streitbare, eine interessante, eine Person ist, die aneckt, die in uns aneckt, die uns zum Nachdenken anregt, die zu Diskussionen anregt und über die Diskussionen wir sehr viel über die Geschichte und über uns lernen können. Was wäre denn, wenn Lea Grundig einfach mal so 46 gestorben wäre? Dann würden wir sagen, oh je, ja klar, logisch, Straße. Was ist, wenn die Jahre bis 46 nicht da wären? Wir wüssten nichts davon. Dann würden wir jetzt sagen, nee, machen wir nicht. So, was machen wir denn mit Personen, die quasi zwei Leben hintereinander haben? Wie gehen wir damit um? Wollen wir das einfach löschen, Cancel Culture? Oder wollen wir uns damit auseinandersetzen? Ich bin sehr stark dafür, dass wir uns auseinandersetzen. Ich bin sehr stark dafür, dass dann sich auch Generationen von Schülern, Schülerinnen, dass sich Menschen, dass die Dresdner Gesellschaft auch weiterhin mit diesem Zwiespalt, der ja sich manifestiert in diesem einen Namen, in diesem einen Leben, dass sich Menschen damit beschäftigen und dass wir darüber reden. Und ich bin sehr dafür, dass wir die Geschichte lebendig in unseren Herzen halten von allen von guten und schlechten Sachen, die in den letzten Jahrhunderten gewesen sind. Und da ist Lea Grundig einfach mal phänomenal gut zugeeignet. Und deswegen stimme ich dafür, dass diese Straße so benannt wird. Dankeschön. Klaus Lippmann, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Frau Grundig ist eben nicht 1946 gestorben, sondern 1977 und hat den zweiten Teil ihres Lebens, in dem sie durchaus ihre Erfahrung aus dem ersten Teil ihres Lebens verarbeitet und eingebracht hat, die auch in den zweiten Teil hineingewirkt haben. Das ist unbestritten. Über die künstlerische Dimension von Lea Grundig erlaube ich mir überhaupt keine Beurteilung. Für mich ist interessant, wie das die zweite Hälfte des Lebens abgelaufen ist, und es ist schon zur Sprache gekommen, dass also Lea Grundig in den 50er Jahren, das muss man auch dazu sagen, den Zeitraum als geheimer Informant geführt worden ist der Staatssicherheit. Das sind später die IMs, die vielleicht unter dem Begriff geläufiger sind. Hat sie agiert, sie hat Treffräume zur Verfügung gestellt für Stasi-Mitarbeiter, die sich mit ihren Informanten getroffen haben. Das war eine ganz wichtige Funktion. Zugegebenermaßen hat diese Phase nicht lange angehalten, muss man alles ehrlich dazu sagen. Aber sie ist dann, um einen Sprung zu machen, in das ZK gewählt worden, und das Zentralkomitee, für die, die das noch nicht so verinnerlicht haben, war das höchste Führungsorgan der SED, die ihrerseits wiederum sich die Stasi gehalten hat als Schild und Schwert der Partei. Also die Partei war Auftraggeber auch für den Staatssicherheitsdienst, und in dieser Eigenschaft hat sie nun doch eine Rolle gespielt, die heute schon in verschiedenen Facetten beleuchtet worden ist. Sie ist als Hardlinerin der SED bezeichnet worden, und interessant, und das ist heute noch nicht zur Sprache gekommen und ist auch in den Gutachten meiner Meinung nach nicht so deutlich geworden. Es ist erwähnt worden bei Dr. Starke, aber eben auch nicht mit Quellenangabe oder mit Zitaten.
Aber authentisch ist natürlich, sind die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, und die Unterlagen sind öffentlich zugänglich von 1964. Dort gibt es ein Dokument, was also der ZAIG, das ist die Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe, die dem Minister direkt unterstanden hat, also nicht irgendein Stasi-Mitarbeiter, sondern das war die Zentrale Auswertegruppe, die also eine sehr exponierte Funktion hatte innerhalb des Apparates. Die hat jährlich einen Bericht abgegeben, der das öffentliche Leben beleuchtet hat. Und kurzes Originalzitat aus diesem Bericht von 1964. Wie gesagt, das ist die Hauptabteilung 5 gewesen. Für die, die sich ein bisschen auskennen, das ist später mal die berühmt-berüchtigte Hauptabteilung 20 geworden des Staatssicherheitsdienstes, der also zuständig war für Staatsapparat, Kirchen, Kultur und Untergrund. Und eben in diesem Bericht wird ausgeführt, die nachstehenden Angaben sind als Hinweise zu einigen Hauptproblemen des Verhaltens von Kulturschaffenden zur Kulturpolitik von Partei und Regierung gedacht. Sie stellen keine Einschätzung der gesamten Problematik dar, wie sie sich aus der Bitterfelder Konferenz, dem 6. Parteitag und der im Anschluss daran stattgefundenen Konferenzen und Auseinandersetzungen ergeben haben. Ebenfalls wurde auf eine breite Darlegung der positiven Entwicklung verzichtet. Also ungeschminkt hat die Stasi ihrem Minister berichtet und dafür der Schwerpunkt auf eine Reihe von dem MFS bekannt gewordener, unklarer und negativer Ansichten und Verhaltensweisen gelegt, die sich schädlich und hemmend auf die Durchsetzung der Kulturpolitik von Partei und Regierung auswirken. Im Bericht selber ist dann ausgeführt, oder in der konkreten Textfassung, nach Ansicht einer Reihe bildenden Künstler wirke sich auf sie und besonders auf junge Künstler und solche, die noch keinen Namen haben, das starke in den Vordergrund spielen bereits anerkannter progressiver Künstler oftmals deprimierend und bremsend aus. Dies werde noch verstärkt durch die Tatsache, dass sich solche Künstler in Dresden werden, zum Beispiel Grundig, Bergander und Arnold angeführt, oft in den Juries sich befinden und dort ihre Meinung durchsetzen, weil sich keiner getraut, gegen sie aufzutreten. So findet man zum Beispiel in der Abteilung Sozialistische Gegenwartskunst die Gemäldegalerie Dresden sehr viele Arbeiten der Genossin Grundig. Eine Arbeit anderer Künstler aber, die noch Berechtigung hätten, in dieser Ausstellung zu hängen, sind abgelehnt worden. Man spricht deshalb von einer Grundig-Ausstellung. Ähnliche Meinung gab es auch zur 5. Deutschen Kunstausstellung. Also hier kritisiert die Stasi intern das Verhalten von Frau Grundig, wie sie sich praktisch als Künstlerin in ihrem Machtapparat oder mit ihrem Machtapparat jüngere Künstler durchgesetzt hat. Und ich meine, ob jetzt politisch oder charakterlich, es ist sehr bedenklich und wir sollten das alles nochmal in Ruhe abwägen und heute auf einen Beschluss dazu verzichten. Insofern liegt mir der Vorschlag von Herrn Löser, der irgendwo in den sozialen Netzwerken noch zu finden ist, ganz nahe, den Rest der Straße, der jetzt noch unbenannt ist oder der jetzt eben umbenannt werden soll, als Straße der Kinderrechte zu benennen. Diesen Vorschlag könnte ich mittragen. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter mit Frau Dagen, dann Frau Bischofsberger. Ja, also das überrascht mich jetzt einigermaßen von unserem Fraktionsmitglied. Aber vielleicht bleiben wir doch noch mal kurz beim Thema. Und ich würde doch, weil Sie mich so direkt angesprochen haben, Herr Wirtz, doch noch mal antworten, vor allen Dingen auf das Thema Klemperer. Wenn Sie mir vorwerfen, ich hätte mit Klemperer getourt, das tue ich seit Anfang der 90er Jahre. Wir waren nämlich im Übrigen die Ersten und Einzigen, die damals, als die Tagebücher erschienen sind, Ich will Zeugnis ablegen, hier im Stadtmuseum in Dresden eine erste Veranstaltung durchgeführt haben, damals mit dem Schauspieler Hans-Jörn Weber, der daraufhin über viele, viele Jahre, ich verwende jetzt mal Ihren Begriff, getourt ist, nämlich vom Staatsschauspiel bis hoch nach Dölschen bei seiner sogenannten Klemperer-Reise. Und bei Klemperer ist es eben nicht so. Insofern würde ich Sie gerne auch ein bisschen maßregeln in Bezug auf die Tatsache, dass Sie hier fehlende Reife und fehlende bildungsbürgerliche Grundierung anmahnen. Klemperer ist 1945 in die KPD eingetreten, und zwar aus dem
durchaus aus dem Eindruck der erlittenen Biografie. 1947 ist seine LTI erschienen, Lingua Terti Imperii, die Sprache des Dritten Reiches. Insofern hat er ein sehr, sehr maßgebliches Werk geschaffen und auch eine Chronik, wie sich nämlich Sprache verändert. Und, das wissen Sie vielleicht, er hat im Oktober 1945 schon davon gesprochen, jetzt gerade in dem Moment eine Sprache des Vierten Reiches veröffentlichen zu müssen, weil sich nämlich Sprache wieder verändert hat. Also ich denke, lieber Herr Wirz, Sie obliegen hier einer sogenannten Fokussierungsillusion auf Herkunft und temporär erlittene Biografie von Lea Grundig, und Sie können es augenscheinlich nicht akzeptieren, dass auch aus einem Opfer ein Täter werden kann. Also insofern möchte ich, wie gesagt, noch einmal darum bitten, auf jeden Fall diesen Antrag abzulehnen. Und lieber Herr Lippmann, gut, wir haben heute die letzte Sitzung miteinander, aber auch diesen Antrag lehne ich aus der eigenen Fraktion ab. Wobei der Antrag hier noch gar nicht gestellt ist. Jetzt haben wir aber einen Geschäftsordnungsantrag. Thomas Laczynski, bitte. Okay. Damit ist der Antrag auf Ende der Rednerliste gestellt. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 31 Ja, 20 Nein, 4 Enthaltungen so bestätigt. Dann wäre jetzt noch Kathi Bischofsberger dran und dann würden wir zur Abstimmung kommen. Bitte schön. Ich würde gern vom Platz machen, genau. Ich würde eigentlich gern nur noch mal den Beitrag von Herrn Lippmann kurz was hinzufügen, und zwar zu dem Thema der Stasi-Mitgliedschaft. Lea Grundig war relativ kurz, also ich glaube ein halbes Jahr oder 5 Monate in der Stasi, und ich muss mal sagen, für mich sieht das eher aus nach sehr viel Mut, dort wieder rauszukommen. Weil die Stasi hat die Menschen unter Druck in ihre Fänge gebracht, und also den Mut zu haben, sich dort dagegen zu stellen und zu sagen, ich trete wieder aus, das war stark. Und also so würde ich es einschätzen. Kann man, genau, wir wissen es nicht, ich würde es so einschätzen, und ich möchte gern sagen, dass wir können als Menschen Großes leisten, und wir machen alle Fehler. Und wenn wir die Lebensläufe aller Menschen, die jetzt hier irgendwie mit Straßennamen geehrt werden, durchforsten, werden wir überall Fehler finden. Und die Frage ist, können wir jetzt nie wieder Straßen nach Menschen benennen? Danke. Vielen Dank. Dann würden wir jetzt zur Abstimmung kommen. Ich würde zunächst den Änderungsantrag zur Ersetzung des Beschlussvorschlags der CDU-Fraktion zur Abstimmung bringen. Wenn der keine Mehrheit bekommt, würden wir uns dann mit dem Ausschussvotum beschäftigen, beziehungsweise dann schauen, wie wir hier weitermachen. Also wer dem Änderungsantrag zur Ersetzung des Beschlussvorschlags der CDU-Fraktion zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Der hätte mit 30 Ja, 27 Nein, 0 Enthaltung eine Mehrheit. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt abgeschlossen. Vielen Dank, und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 27.19.